Ja, hallo Leute, grüßt euch. Hier spricht Ouroboros und heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Und zwar geht es hier um die Seele und was die Seele mit dem Herzen zu tun hat, Leute. Bevor wir auf das große Thema kommen in diesem kleinen Video, möchte ich euch mal natürlich erstmal die Idee bzw. die Theorie von mir geben, was ich eigentlich herausgefunden habe. Darum versuche ich ja, meine Gedanken mit euch zu teilen. Ich bin keiner, der Geheimnisse bei sich hält, sondern ich versuche auch einzelne Menschen, die vielleicht meine Videos verstehen und ihnen behilflich sein kann, ihren Weg zu gehen, Leute. Wie ihr wisst, gehe ich davon aus, dass wir schon längst gestorben sind. Das heißt, unsere ganze Simulation beruht auf einer Art digitale Welt, auf einer Simulation, in der wir existieren. Warum auch immer, hat jeder von uns eine Chance bekommen. Und zwar geht es darum, dass diese Maschinerie, in der wir uns befinden, stellt euch mal vor, es ist wie so eine riesige Computeranlage, wo wir immer wieder auferweckt werden zum Leben durch Energie, unser Avatar, unser Programm. Unser Programm ist ja sozusagen die Seele, was wir glauben zu sein, Leute. Am einfachsten ausgedrückt, stellt euch mal vor, ihr seid in einem abgedrehten Film und dieser Film, wenn es zu Ende ist, spielt wieder von vorne erneut ab. Und genauso einfach ausgedrückt ist auch auf dieser Welt, Leute. Zusätzlich, auf diesem Film, in dem wir uns befinden, haben diese göttlichen Erschaffer, göttliche Schöpfer, die diese Anlage erschaffen haben, jeden von uns einen Geschenk gegeben. Und zwar geht es darum, dass jeder Mensch eine Art, Funken besitzt, einen kleinen Funken in ihrem Herzen, Und dieser Funken ist euer Schlüssel, um hier aus der Ewigkeit herauszukommen, Leute. Ihr wisst ja selber, ihr seid alle nur Programme. Es existiert keine echte Seele. So wie viele Esoteriker sich vorstellen, die gehen ja davon aus, dass man in so einen geistigen Leib hat, so eine Substanz, in dem die Seele oder was das ist, Leute, und nach dem Tode diese geistiges Etwas aus dem Körper entsteigt und dann in anderen höheren Welten sich begibt oder sowas. Aber das ist komplett falsch. Alle bisherigen Religionen, ob das jetzt vom Christentum bis zum Buddhismus, spielt keine Rolle, gehen davon aus, dass hier eine Art Seele nicht existiert, sondern es existiert nur das, was man ist, ein Programm, das immer wieder auf einem Computer abläuft, einfach ausgedrückt. Und man muss versuchen, jetzt kommt das, Leute, man muss versuchen, aus diesem System herauszukommen, indem man auserwählt wird. Zuerst hört sich das komplett unangenehm an, weil viele Menschen denken, ja, was soll das denn? Die sind auserwählt, wieso bin ich nicht auserwählt? Alles rum dran. Aber ihr müsst euch vorstellen, das Spiel geht so, dass bei jeder erneuten Wiedergabe des Spiels immer andere auserwählt werden. Das heißt, auch wenn die Menschen jetzt hier an meine Theorien sich, sagen wir mal, streiten oder was weiß ich was, ihr müsst hier keinen Neid empfinden, sondern ihr müsst euren Weg weitergehen, ihr müsst mehr forschen, ihr nachdenken, weil es ist möglich, dass ihr beim nächsten Wiederholung selbst auserwählt wird. Und selbst auserwählt heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, den Weg zu gehen, beziehungsweise euer Seele zu aktivieren, eine Seele zu bilden. Und das Herz, wovon wir jetzt hier reden, hat eine sehr große Substanz, um was es hier geht, Leute. Es geht einfach darum, um euch umzuwandeln. Ja, also gesagt, wir leben in einer digitalen Welt, in einer Art Simulation, in einer Art Matrix. Ich habe in meinem alten Video schon erzählt, dass der Mensch eigentlich überhaupt keine Seele besitzt. Und da wollen wir direkt mal an das Herz rangehen. Und zum Beispiel, ich versuche ja irgendwie euch ein bisschen auch online näher zu bringen. Das heißt, es ist nicht alles von meinem Kopf her, sondern es steht überall, Leute. Das Herz, arabisch Qalb, gehört zu den bedeutungsreichsten und vielfältigsten Begriffen im Islam, sage ich mal. Nochmals, diese Begriffe, Herz umwandeln und neues Bewusstsein zu erschaffen, ist ja nicht nur im Christentum vorhanden, sondern auch im Islam, im Tora und selbst in nicht-christlichen Religionen, sage ich mal. Zum Beispiel, es gibt auch andere Religionen, die nicht so viele kennen, aber da geht es auch wieder um das Herz und wie man das Herz umwandeln muss, Leute. Es ist das Zentrum aller Emotionen und der Ort der kognitiven Fähigkeiten, der Sitz der Seele und der Quelle der Kenntnis. Dementsprechend finden wir in den islamischen Quellen verschiedene Begriffe für das Herz.
So, nochmals. Am Ende alles Seins geht es ja darum, dass es ja am Ende um das Herz geht. Das Herz ist ja der Sitz der Seele. Und da fragt man sich natürlich, wie ist das möglich? Weil alle Emotionen, alle Gefühle von Hass, Leid, Neid und was alles existiert, Leute, was den Menschen ausmacht, wird ja eigentlich vom Herzen gesteuert. Deswegen sagt man ja auch immer, aus dem Herzen kommt der Schmerz, aus dem Herzen kommt die Liebe, aus dem Herzen kommt eigentlich alles. Und deswegen ist ja auch interessant, dass zum Beispiel ägyptischen Mythologien oder Religionen, wenn diejenige Person gestorben ist, nicht seine Seele gewogen wird, sondern sein Herz gewogen wird. Das heißt, wenn das Herz in Gleichgewicht kommt oder sogar hier eher schwerer ist als der Feder, sage ich mal, das gute Herz. Und wenn alle negativen Gedanken, das Böse, was im Herzen auch wohnt, weg ist, dann hat man die Möglichkeit, sozusagen ein höheres, besseres, unsterbliches Leben zu führen. Und das ist eigentlich auch interessant, dass in verschiedenen Mythologien immer wieder das Wort Herz auftaucht, wo es steht, man muss sich umwandeln, man muss seine alte Programmierung, das im Herzen liegt, zerstören und daraus etwas Neues bauen, damit man was zum Neuen wird, Leute. Und darum geht es hier eigentlich, ne? Dem Herzen wird indessen eine solche Eigenschaft nicht zugeschrieben. Trotzdem gibt es eine mysteriöse Beziehung zwischen dem Herzen als Körperorgan und dem sogenannten inneren Herzen bzw. der Seele. Dann wollen wir uns mal ein paar Bibelverse mal durchgehen, Leute. Und das ist auch wieder interessant. Wie ich gesagt habe, im Islam kommt vieles vor mit dem Herzen, dass man das Herz umwandeln muss, dass man das Herz eigentlich der wahre Sitz der Seele sein soll. Und darum geht es hier. Und zwar auch hier im Christlichen. Zum Beispiel Daniel 4,16. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein Herz ihm gegeben werden, bis 7 Zeit über ihm um ihn sind. Darum ist jemand in Christo, jetzt kommt das Wichtigste eigentlich, eigentlich wollte ich diesen Satz vorlesen, darum ist jemand in Christo, also das heißt in Christus-Energie, Christus nicht als Mensch dargestellt, sondern als eine wahre Energieform, sag ich mal, indem wir uns sozusagen, wenn wir diese Welt verlassen, es im Wind gekriegt haben, in Christo wiedergeboren zu werden, als ein neues Wesenheit. So ist er eine neue Kreatur. Nochmals, Leute. Das steht in der Bibel, also das ist nicht von mir oder was weiß ich was, hier steht genau, was ich euch ganze Zeit in meinen Videos gesagt habe. Dann darum lese ich dieses Satz nochmal vor. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, der als Altes vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Viele werden das natürlich nicht verstehen, was heißt das denn? Hier geht es nicht darum, zum Beispiel, dass jemand mit seiner Seele, mit seiner alten Seele bei Christus ewiges Leben erlangt, sondern diese Kreatur, das Alte ist ausgelöscht, ausgerottet. Das Neue taucht in Christus ein und wird die Unsterblichkeit erreichen. Und darum auch in meinen ganzen alten Videos, was ich immer gesagt habe, Leute, man muss ein neues Umwandlung, seine Seele umwandeln, eine Seele bilden, sage ich mal, eine Seele bilden. Und diese Seele bilden heißt aus dem Erkenntnis, aus dem Wissen, dass natürlich nur für Auserwählte gilt. Nochmal, es gilt nur den Auserwählten. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass all diese Menschen, die hier ums herum existieren, auch den Weg sozusagen die Unsterblichkeit erreichen werden, sondern es geht darum, dass nur Auserwählte diesen Weg gehen können und alle anderen Menschen um den herum sind nur Statisten für ihn. Nur Statisten. Alle Menschen, wenn ihr auserwählt seid, sind alle Menschen um euch nur Statisten. Ob es eure Familien sind, eure Freunde, was, wer auch immer, Leute. Alle Menschen, die draußen sind, spielen ein Spiel. Die spielen euch was vor, damit ihr lernt. Es ist nichts Böses damit gemeint, wenn euch Schlechtes widerfährt, sondern es geht darum, dass ihr durch den Fehler bzw. den Schmerz, was ihr leidet, dadurch zur Erkenntnis kommt, zum Wissen kommt, dass ihr anfängt zu nachzudenken. Und darum wird in diesem Spiel, wenn ihr ausgewählt seid, alles von euch weggenommen werden, Leute. Alles. Euer Häuser, euer Autos, euer Reichtum, was weiß ich was immer. Solltet ihr diesen Weg nicht gehen wollen, ist natürlich euch überlassen, dass ihr diesen Weg verlässt und somit seid ihr natürlich ausgeschlossen aus diesem Spiel. Und darum lesen wir mal weiter.
Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischiges Herz geben. Hier geht es einfach darum, dass das alte Programm, was hier sozusagen in diesem Avatar durchläuft, umgeändert werden müssen. Das heißt, aus einem zerrissen werden, damit man nur mit einem ausgewogenen Bewusstsein eine Seele bilden kann. Das heißt, alle Fehler, was heißt alle Fehler? Das heißt, wenn man früher ein bösartiger Mensch war, sagen wir mal kriminell, hat immer Banken ausgeraubt oder gestohlen oder was weiß ich, was auch immer, Leute, das muss natürlich aus seinem Programm raus. Er muss selbst erkennen, warum der Weg, was er gegangen ist, dem Programm, dass die guten und schlechten Seiten aussortieren und aus seinen Fehlern lernen, aus diesen Fehlern den Weg weitergehen. Und Jesus Christus, es ist Jesus Christus an Symbolik, nochmals, Leute. Viele denken immer, wenn ich jetzt über Jesus Christus rede, dann bin ich jetzt ein Christ oder was weiß ich was. Nein, ich bin religiös eigentlich wie der Christ, was weiß ich was noch, Leute. Und diese ganze Kirche, was weiß ich was, das hier alles existiert, sind für mich natürlich alles nur Lügengebäude, sag ich mal. Ne? Jesus Christus, beziehungsweise in der Bibel hat Jesus nie gesagt, baut mir eine riesige Kathedrale oder baut mir Kirchen auf und geht mich anbeten. Das hat er niemals gesagt. Das haben erst die ganzen römischen Adligen, die römischen Kaiser das hervorgebracht, um die Menschheit natürlich unter Kontrolle zu halten. Weil dieses Wissen über die Auserwähltheit, über dass die Menschheit eigentlich die Menschen Unsterblichkeit erreichen können, sogar zum Göttlichkeit emporsteigen können, in anderen Simulationen, in einer anderen unvergänglichen Simulation, wo man war, freien Willen haben kann, nochmals kann, aber nur für Auserwählte, die den Weg bis zum Ende schaffen, weil am Ende werden sehr, sehr wenige in den Himmelreich, Ausführungszeichen, schaffen, Leute. Von 100 vielleicht gerade mal 3, 2, vielleicht nur einer, Leute. Also das heißt, der Weg ist so steinig, das ist Wahnsinn, sag ich mal. So, da waren wir natürlich bei Jesus Christus. Da möchte ich euch direkt mal nochmal dieses Bild zeigen. Ihr seht jetzt zum Beispiel das Bild Jesu. So, mit dem Herzen. Jetzt schaut euch mal die drei Finger an. Er hebt seine Hand und es mit drei Fingern. Diese drei Finger symbolisieren die Dreifaltigkeit, die Trinity. Und ich habe in alten Videos schon gesagt, dass diese Dreifaltigkeit der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bedeutet. Und dieser Heilige Geist ist nun mal dieser sogenannte Funke, was im Herzen liegt. Darum muss man das Herz umwandeln, um das Neue, was man sozusagen neue Gedanken hat, neues Bewusstsein, neues Glauben hat, und das wird in diesem Funken eingespeichert, in diesem Kugel, sag ich mal einfach, was auch immer. Und nach dem Tode hat man die Möglichkeit sozusagen aus diesem sogenannten Lichttunnel, sag ich mal, wo die ganzen Leute, wenn sie irgendwelche Toderlebnisse gehabt haben, die erzählen ja immer, da ist ein riesiges, gleisendes Licht und da muss man durch und da erlebt man andere Welten, aber das ist total Schwachsinn. Dieses Licht, was die Seelen oder beziehungsweise die Programme, nochmal die Programme reingehen, die werden einfach gelöscht, Leute. Ich will nicht so weit holen, sondern ich habe sogar erklärt, was das mit so einer Toderlebnis auf sich hat, Leute. Darum schaut euch meine alten Videos darüber an. Aber hier geht es darum, Jesus Christus mit seinen drei Fingern, mit seinen drei Falschigkeiten. Und dann zeigt er mit seiner linken Hand auf das Herz. Ist sehr wichtig, auf das Herz. Ein Herz, das mit einem Stacheldraht beziehungsweise umschlungen ist. Das heißt Gefangenschaft, eine Ewigkeit in dem Herzen, weil das Programm immer wieder hier abläuft. Und man muss das Herz umwandeln, um diese Dreifaltigkeiten bzw. das Heilige Geist sozusagen zu aktivieren, den Funken zu aktivieren, eine Art Rettungsboot, und damit hat man die Möglichkeit, in die andere Welt, in die Welt Christus einzutauchen, Leute. Und darum seht ihr auch diesen Leuchtkranz um Jesus, sag ich mal, und dieses Kranz bedeutet Erleuchtung, Erleuchtung durch Erkenntnis und Wissen, Leute. Also wie gesagt, in meinen alten Videos habe ich schon vieles über Jesus Christus gesprochen. Also wie gesagt, ich bin weder Christ oder was weiß ich was noch, sondern ich schaue mir die Sachen an und dann, ihr müsst selber mehr darüber denken, Leute. Ihr müsst nicht alles glauben, was die Kirche sagt oder was irgendjemand sagt, sondern ihr müsst selber alles nachprüfen. Und das Herz, wie gesagt, ist der Sitz des Programms, der Seele, sage ich mal. Und man muss versuchen, die Seele zu bilden, indem man das Herz, was ein Programm ist, umändert, umwandelt und dadurch die Möglichkeiten hat, diese Welt, diese Simulation, wenn man ausgewählt ist, zu entkommen, um etwas Neues zu werden,
zu etwas Göttlichem, zu etwas Unsterblichen, sage ich mal. Unsterblich, es geht am Ende um die Unsterblichkeit. Es ist auch interessant, dass diejenigen, zum Beispiel, ne, es gibt ja diese ganzen Geschichten, die Leute erzählen, diese ganzen berühmten Menschen, ob die Musiker sind, Schauspieler sind, die erzählen ja offen, dass die ihre Seele verkauft haben. Da kommt natürlich wieder die Frage, ja, wenn die eine Seele haben, ne, wie kann man da seine Seele verkaufen, Leute? Es geht darum, dass sie nicht ihre Seele verkaufen können, sondern sie verkaufen ihr Funken im Herzen, Leute. Die verkaufen ihr Rettungsboot sozusagen. Und wenn man das verkauft hat, dann ist man gar nichts mehr. Man ist verloren für immer und ewig. Wie will man hier nochmal raus, Leute? Ne? Das Schlimme ist, diese Menschen, die ihre ganze Existenz verkauft haben, ihr Lebenssinn verkauft haben, werden vielleicht in der nächsten Schleife gar nicht das sein, was sie jetzt sind. Wenn sie jetzt hier berühmte Musiker sind, ist das möglich, dass sie, wenn ihre Funken, ihre, ja, zum Bilden einer Seele diesen Mechanismus verkaufen, dann haben die wahrscheinlich im nächsten Mal, sind das vielleicht kleine Ratten, die überhaupt gar nichts machen. Einfach nur tote Wesen, die einfach belebt werden, herumlaufen, ohne Sinn für die Existenz, was man ist. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden, was das geht. Wie gesagt, das Herz ist mehr als nur ein Organ, das ist eigentlich im Blut, in den Adern pumpt und so, Leute. Es geht um viel mehr, weil das Herz ist der Sitz einer imaginären Macht, einer Macht, wo euer Programm abläuft, aber auch da ein Sitz, eine Energieform, wo ihr aus euch, wenn ihr den Weg geht, etwas Neues, weil ihr ändert euer Bewusstsein, ihr ändert das Programm selber. Und wenn ihr das geschafft habt, habt ihr die Möglichkeit aufzusteigen. Das heißt, ihr könnt durch das Lichttunnel, das ein Portal ist auf die andere Seite, könnt ihr ohne Probleme durchgehen. Ansonsten werdet ihr gelöscht und dann müsst ihr die ganze Mist von vorne wiederholen. Alles wird von vorne wieder beginnen. Darum die ganzen Geschichten, Leute, die ganzen Geschichten über das Ende der Welt oder hier über die ganzen Kali-Yuga-Zeitalter, wo dunkle Zeiten herrschen, wo gute Zeiten herrschen. Das heißt, hier geht es einfach darum, dass die Seele sich bilden muss, dass der Mensch, wenn er auserwählt ist, einen bestimmten Weg gehen muss, um diese Theaterbühne, auf der wir uns befinden, zu verlassen, Leute. Also wie gesagt, am Ende ist es das so, dass wir digitale Wesen sind, dass wir sogar die Möglichkeit haben, in andere digitale Welten, unsterbliche digitale Welten, sage ich mal, rüber zu gehen, beziehungsweise in eine andere Welt zu gelangen. Aber nur, wenn man diese Hölle, nochmal diese Hölle überwindet, sich selbst überwindet und selbst seine eigene, Ausführungszeichen, Seele überwindet, um etwas Neues zu werden, Leute. Das heißt, ich möchte niemanden beleidigen, ich möchte auch ganz Esoterik kann ich beleidigen, die an eine echte Seele glauben, aber wie es aussieht, liegen die falsch, Leute. Es tut mir leid, aber wer meint, er besitzt seine Seele, der ist verloren, sage ich jetzt schon. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt so einigermaßen verstanden, was ich gemeint habe. Das heißt, das Herz ist der Sitz der Seele, des Programms, das durch den Herzen läuft, das abgestrahlt wird von außen, Leute, in diesem Avatar. Das war's für heute. Ich würde mal sagen, bis später mal, bis dann mal und ciao.